So, morgen. So, wie ist die neueste Situation? Unverändert. Die Kinder schlagen sich die Köpfe ein. Ja. Ja, bestimmt auch schmecken. Ja. Mama, sie beschwert sich, sie will den Teller. Auf der einen Hälfte mit Teller. Ach Mensch. Auf alle Fälle. Jetzt gibt es erstmal Essen. Zuerst. Out. Und dann gehen wir auch. Da muss ich schneiden. Erste. Und dann? Dann noch ein Messer. Dann? Also ich meine Schneiden von Schneiden. Und dann? Geh in den Laden. Schon wieder. Ja, gestern kam sie 2 Stunden zu spät. Ja! Was soll denn das jetzt? Eigentlich kam ich wahrscheinlich immer noch 2 Stunden zu früh. Ich habe aber 18 Uhr. Ich habe aber 18 Uhr? Papa. Nein, 3 Stunden eigentlich. Weil alles sonst. Wie, wovor? Guck mal, die zuckt so ja vor ihm. Ah ja, ich hab's immer ja wohl. Der schlägt seine Olle. Papa, Mama hat dir einen Tee gemacht, jetzt hat Mama einen Kaffee gemacht. Das hast du gut gemacht. Ist das meins oder deins? Meins! Na gut, dann tauschen wir. Mama hat wohl auf den falschen Teller gepackt. Also, Fakt ist, heute, jetzt ist erstmal Frühstück, dann wird geschnitten und dann gehe ich in den Keller und dann sind werde noch heute eventuell, also ich werde auf alle Fälle ein paar Aufträge wegarbeiten und eventuell nochmal aufmachen und Aufträge annehmen, das weiß ich halt nicht, muss mal schauen. Du musst noch Homeschooling machen. Wie sich das halt entwickelt. Ja. Und wir kriegen noch heute. Genau. Da muss man ja auch erstmal hinfinden, muss man erstmal eintakten alle. Mama hat gesagt, wir fangen 10 Uhr an mit dem Umfang gestern. Na Mensch, was für eine Krise. Also, ich würde mal sagen, liebe Leute, bleibt zu Hause, wenn ihr nicht losgehen müsst. Bleibt zu Hause. Das ist ja echt eine Katastrophe. Es entwickelt sich rasant. In Berlin wurde ein Park geräumt, weil der zu voll war mit Menschen. Das ist unglaublich. Die Leute verstehen es auch nicht. Also ich würde auch lieber... Ich habe jetzt noch eine Bestellung abgesetzt. Ich würde auch lieber zu Hause bleiben. Aber eine Bestellung habe ich nur abgesetzt. Und ich weiß nicht, ob ich morgen noch aufmachen werde. Tatsächlich, das weiß ich nicht. Also es ist ja auch eine Gefahr für meine Familie. Dann, wenn ich Kontakt mit anderen habe und das nach Hause schleppe. Und der Kontakt hier, der ist immer noch gut. Ne? Der ist virenfrei. Und Corona-frei in dem Mai gilt nach wie vor. Schauen wir mal. Jetzt schneide ich erstmal und dann sehen wir uns gleich im Laden. So, fertig mit dem Schneiden bin ich auf alle Fälle. Jetzt wird was hier essen. Guck mal, die Frühlingsblüher von Lumen. Wie toll die aussehen. Richtig schön geworden. Einen wunderschönen Frühlingsgruß von Familie Müller an euch alle. Mit Tulpen. Yay! So, da bin ich wieder. Ich bin schon eine Stunde hier. Ich hab's irgendwie verpasst, die Kamera mitzunehmen. Hab da auch nichts verpasst eigentlich, weil ich hab einzig Licht Hinterrad habe ich hier gemacht. Bei dem guten Vinova Flash. Das war alles. Neue Erdungskabel gezogen, weil die Erde funktioniert hier irgendwie nicht. Ich weiß keine Ahnung warum, ist alles so neu oder was ist irgendwie, ist die Erde nicht eben.
Es wird ein zusammengebaut, Griffe ran, fertig. Und dann wird angerufen, Ratz fertig, abholen. Mal gucken, ob die heute noch kommen. Und wie es aussieht, ist das auch der letzte Tag. Also, weiß ich nicht. Aber BBF war gerade da. Und die wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Die haben bald eine große Ansprache, mal schauen. Noch läuft halt normal bei denen. Weiter. Noch läuft alles normal bei denen. Ja, weil die Lieferung kam, jetzt gerade. War cool. Aber realistisch gesehen geht ja auch nicht so weiter. Ganz vergessen. So, haben wir. Jetzt Griffe ran. Griffe.
So, dann haben wir heute einen Schlauchwechsel. Wird jetzt nicht berauschend. Und danach machen wir den Aufbau noch. Und hier haben wir noch ein Rad. Und ich glaube, ich mache die Räder fertig und das war's dann auch mit dem Fahrradladen tatsächlich, weil wie man so raus hört aus allen möglichen, die Leute halten sich nicht dran an dieser Ausgangssperre, bleibt zu Hause. Geschichte ist eine bleibt zu Hause Geschichte. Das heißt dann quasi auch nicht mit den Hunden irgendwie rausgehen im Park oder was und sich da treffen und da sind ja dann auch, wenn du im Park bist, ich meine rausgehen musst du irgendwie, der Hund muss ja irgendwo hinmachen oder so, aber ey, das heißt nicht dann irgendwo hinlaufen und sich treffen untereinander und mehr als 5 Personen ist schon gar nicht so dumm. Im Grunde genommen ist dann schon schwierig. So eine Virusepidemie. Keine Ahnung. Die Zeit wird zeigen, wie wir das in den Griff kriegen. Bin ich gespannt.
Okay. Fertig, fertig. Gucken wir uns die Logo mal an hier. Zweimal Schläuche, einmal Bremse. Machen wir. Ich schaue heute mal in Echtzeit zu. Vielleicht ist es der letzte Block. Oder so. Keine Ahnung, inwiefern die Medien auch eingeschränkt werden. Noch kommt ja dann auch noch dazu. Heute alles in Echtzeit. Quasi, wenn ihr so wollt, ein verspäteter Livestream. Also ein verspäteter Stream. Sozusagen live ja nicht mehr. Kommt ein Distanzring noch zwischen hier? Geht's ja auch noch ab.
Das ist so perfekt. Der ist verbogen, ey, der Lenker. Ist total schief. Schaut euch das mal an. Seht ihr, wa? Sieht man. Ui! Ui! Schlappohr. Zeig ihm an, aber kann ich nicht, ich habe keinen Einfluss drauf. Tatsächlich. Oh, oder ab, naja. Sind doch echte Krücken, ja. So wirklich so, dass die Leute jetzt wirklich ihre Räder ausfallen, die sie schon eigentlich eine Abstellkammer für den Schrott hatten. Das merkt man so richtig. Jetzt kommt nochmal richtig. Also hier kommt ja schon immer hartes Zeug, ja. Aber was in der letzten Zeit kommt. Zahle nämlich zum Festhalten vom Bremsbelag, weil der mitdreht. Okay. Anschlaghülse Metall haben wir neu, die alte Plastik war gebrochen. Jawohl, haben wir. Ein Zug haben wir.
Pille brauchen wir. Warte mal, den erstmal rein hier. Erstmal rein. Immer Reparatur ohne Schnitt. Ich hoffe, das gefällt auch mal. Wem es nicht gefällt, das weiß ich schon. Aber es ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, denen es nicht gefällt, bitte umschalten. Bitte einfach irgendeinen anderen Kanal nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein altes, eine alte Außenhülle, um zu testen mit der Länge, wie ideal ist für mich, wie ich finde. So hier, schon etwa so ein Bogen. Ne? So. Einfach umschalten, einfach auf andere Kanäle wechseln. Die machen alle machen es besser als Tommy. Alles ist sinnvoller, als sich den Kack hier anzugucken. Sozusagen. So, komme ich da mit Hülse rein? Sieht nicht so aus. Schauen wir mal ohne Hülse. Jawohl, ohne Hülse. Hier unten kommt aber eine Hülse drauf. Das passt. Abschlusskappe sozusagen, Endhülse, Anschlaghülse, wie auch immer. Rein. Fühlt sich erstmal schick an. Steckschlüssel hier einmal aufdrehen. Das Ende und dann los. Dann schraubst du dazu. Das ist natürlich viel zu eng. Ja, das ist viel zu eng. Und den Schlag hier, den machen wir noch aus. So, jetzt schraube ich den erstmal fest. Also nicht wundern, das sind jetzt keine das sind keine Hohlkammerfelgen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das überhaupt seht mit der Einstellung davor, die Cutter. Sieht man das überhaupt?
Nee, man hat nicht gesehen. Also, es sind keine Rollkommafelgen. Und ich mache jetzt trotzdem hier schon zentriert. Aber jetzt sollen beide Schläuche sowieso getauscht werden. Und Felgenbänder dementsprechend. Hier ist eine schöne Beule drin. Schöne, schöne Delle. Aber ja, hört ja schon, der Schlag ist schon raus. Also ich muss es eh nochmal ausbauen. Alles, was ich jetzt mache, ist quasi für die Katz, wenn ihr so wollt. Das ist jetzt erstmal Vorarbeit. Quatsch. So. So, gut. Ja, das ist schon okay. Oh, habe ich es da drin gezogen? Hallo. Hey, bitte. Ich bin auf der Suche nach Getränkehaltern. Ach, guck mal, da Getränkehalter. Mensch, habe ich neulich hier noch welche? Vier Stück. Vier Stück braucht er? Ja. Ja, guck mal. Weiß. Weiß auch nicht. Ja. Gut, mach das gut, ja. Ciao, ciao. Verflixt nochmal. Vier Stück. Jetzt hätte ich vier Stück mit einmal verkaufen können. Getränkehalter. Wann verkauft man mal Getränkehalter, ey? Nie. Never. Habe ich den jetzt zugeschraubt richtig? Nee. Yes. Okay, Hammer. Kürzen. Mann, Getränkehalter. Ich hab doch extra so eine Kiste drin gehabt da. Wo ist sie hin? So. Man kann es nicht ändern. Tada!
Sehr gut. Okay, Hammer. Bremse haben wir gemacht, auf alle Fälle. Jetzt mal zweimal Schlauch und dann ist schicki. Schicki, schicki. Getränke, Alter. Oh, jetzt mehr keine Ruhe. Wo hab ich denn die? Beim Wasserschaden habe ich die in der Hand gehabt. Dachte mir, oh geil, Getränke, Alter. Und heute kommt in der Hand, ich suche Getränke, Alter. Und ich finde sie nicht mehr. Weil nach dem Wasserschaden habe ich sie natürlich nicht mehr dann erledigt. Wo sie vorher waren. Wieso? Achso. Völlig verstrahlt. Völlig verklingelt da. Ist das rostig. Meine Herren. Oh. Uiuiui. Boah, da ist was drin. Meine Güte. Zack. Blüht auf. Oh nee, das. Nee, nee. Urteilt mal selbst. Ohne Worte. Das ist ein typischer Standschaden. Wenig Luftdruck, dann läuft Wasser drin, unten in die Seite. Hier unten und das oben. Oh, fällt ganz was runter. Das ist die obere Seite. Ja, da ist wenig. Läuft unten drin, bleibt unten drin stehen, das Wasser, und gumpft alles weg. So sieht das aus. Und dann ist der Tommy dran mit Reanimation. Thank you.
Regulär, wenn es jetzt mein Rad wäre und man jetzt keine Ersatzteile mehr bekommen würde, und so, wenn ich es jetzt restaurieren würde, abkleben, erst Rostumwandler drauf, also hier diesen K300 oder sowas, bei den Rost so ein bisschen stoppt, danach grundieren und dann ist gut, dann ist es schön lackiert und fertig. Von außen geht es ja noch, also von der Sichtseite. Ja. Aber mal einen Ölfilm drin, so ein bisschen. Hier müssen wir das Lager auch noch durchschauen. Ey, aber das ist ein Ding ohne Ende hier. Super. Thank you.
Okay. Also, festschrauben. Aufpumpen. Geil. Jetzt noch hinten. Dann haben wir den auch fertig.
Moin. Wird doch sein. Ich will noch einmal, dass Sie auch Räder verkaufen. Machen wir auch. Ja. Kannst ja mal gucken da ja. Durch. Ich einfach um. Schieb den Kinderwagen noch ein bisschen beiseite. Geht's noch weiter hinten. Nicht gut. So, Kinder, das war jetzt eine lange Pause, die schneide ich jetzt raus, weil jetzt war ich kurz im Gespräch mit dem Kunden. Dem man erstmal erklären musste, warum Räder manchmal so viel Kosten gebraucht haben. Und neue nicht. Natürlich ist ein Froschrad kein Schrottrad oder so, aber es ist halt auch ein Massenprodukt, ne? Muss man mal so sagen. Und das Rad, was bei Frosch eben 500 kostet, kostet hier eben 100er mehr, wenn ich es einzeln zusammenbaue. Auch normal. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Okay. Was war denn? Zack. Das haben wir, das haben wir. Das sieht so geil aus, das kleine Rennrad, ey. Irgendwie sieht das richtig witzig aus. Jetzt noch mit dem geraden Lenker, so schlecht sieht der ja nicht aus. Cool. Ruf ich mal an, damit er das abholen kann, wa? Wegen Ausgangssperre eventuell, ich weiß ja nicht. Schwirrt einem ja immer so im Kopf rum. Naja. Den Kollege mal anrufen. Da, 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 da. Nee. Zusammengebolzt. Oh, 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 Mann. Tja.
Mann, der hat es ja fast geschafft, dass ich ihn rausgeschmissen habe. Oh Mann, ey, ich muss ruhiger werden einfach. Ich war ja schon wieder so, Mann, wieso versteht der das nicht? Ja, so, nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind Räder billig. Nee, nicht, wenn man Arbeit drin steckt. Nee, das ist einfach so. Wenn man Arbeit drin steckt, ist so ein Ding nicht billig. Versteht nicht. Hat doch ein bisschen aber wie mit Absicht, als würde so wie so ein Psychologiestudent oder so, der so mit Absicht so immer drauf, immer hin. Kann man ja machen bei mir. Ist ja kein Thema. Ich spreche ja voll auf andere soweit. Jedes Mal. Wegen jedem Furz. Jener sagt was, Tommy gleich. Total gelockt, ey. Mann, da geht es um ganz andere Dinge im Leben. Ne? Also das, was andere Leute denken, ey. Okay. Ich hab euch alle lieb. Ja, ob ihr mich hasst oder nicht, ich mag euch alle. So, fertig aus. Das ist so. Okay, auch sonst so albern, ey. Einmal groß Gruppenkuscheln in der Corona-Zeit. Zumindest, wie sagt man, Online-Kuscheln. Online-Gruppenkuscheln. Machen wir jeden Abend oder jeden Morgen oder ich weiß ja nicht, wann ich die jetzt drinstelle. Jetzt mache ich es ja immer tagsüber irgendwie, weil ich die morgens erst schneide, weil ich abends ein bisschen Zeit mit meinen Kindern verbringe, was ja nicht schlecht ist. Also das hat so blöd wie ein Kind auf seine guten Seiten. Na! Oh, was ist das denn? Mal gucken. Mensch, MacGyver, wir brauchen MacGyver. Wir brauchen MacGyver Block für das. Der hat sofort gewusst, wie und was. Und bitte mit dem Kaugummi das Leck gedichtet und gut. Also diese Asiaten, die schocken uns jedes Mal, wa? Fukushima. Jetzt das Ding. Also. Nächstes Jahr kommt Godzilla? So ein echt? Halt? Keiner hätte es wieder. Außer Nostradamus wieder, der hat es wieder vorausgesagt. Na klar, ja. Alle nur Gedanken, ne? Nicht sauer sein, bitte nicht sauer sein, nicht hauen. Hab ich alle lieb. So. Haben wir, aufpumpen. Mache ich ja auch noch. Eigentlich. Na? Ist das doch gut für die Leute, was ich mache, oder? Jetzt müssen sie alle zu Hause sitzen und alle wissen vor langer Weile nicht, was sie tun sollen. Im Fernsehen kommt immer nur der gleiche Dreck.
Also vermutlich weiß ich ja nicht, ich habe ja schon lange kein Fernsehen mehr. Man wird sich ja nicht erinnert haben. Also als wir in Österreich waren im Winter, da hatten wir Fernsehen und ich muss sagen, Katastrophe. Klar, da kam auch hier und da mal eine alte Folge von irgendwas, wo man sagt, oh geil, schon so lange nicht mehr gesehen und so. Wa? Hat auch herzlich oder weiß ich, da kam alle. Fällt mir jetzt als erstes ein, weil das erste Mal, wo ich eingeschaltet habe, kommt Play Hard, aber herzlich. Dann dachte ich mir so, oh. Dachte ich mir. Oh. Und. Also die typischen alten Weihnachtsfilme und so eine Sachen. Und ach, das war schon. Ja, aber ansonsten der ganze Müll, so tagsüber. Also, diese Hausfrauen, sogenannte Hausfrauen-TV. Die ganzen Serien und die ganzen Formate. Nicht mein Ding. Muss jeder selber wissen, klar. Logisch. Sage da auch nichts Schlechtes drüber, es erhält Arbeitsplätze und. Die Psychiatrie wird niemals leer. Moin! Moin! Was brauchst du? Ich müsste meine Mühle mal fit für Corona. Ja. Nee, bei mir ändert sich ja nichts, war ja eh mal was. Aber ja, das Ding ist durch den Winter gekommen und sieht entsprechend scheiße aus. Was ich auf jeden Fall brauche. Ja, Optik, oder? Ja, aber da sind auch ein bisschen Substanz, auch, also Bremsbeläge hin. Corona, Baby, Corona. Waschbenzin für das Volk. Meine Pfoten sehen scheiße aus. Lösen sich oft danach. Hautkrankheit, alle. Die Haut kaputt. Okay, wir gucken mal. Dreht die Kette sauber. Jawohl. Dreht Schaltkettchen rein. Perfekt. Okay, Schaltkettchen halt rein. Ja, ihr habt schon ein bisschen eine langweilige Position, einfach nur mit zugucken, aber heute ohne groß Kamerawechsel, dafür aber in Echtzeit. Wenn ich muss hier bin, danke. Cool. Läuft. Picobello. Hier fehlt noch Käppchen. Was wollen wir nicht? Ein bisschen mehr ist es geworden, weil noch Felgenband dazu kam. Das ist aber nicht erheblich. Und das Entrosten der Felge drauf geschissen. Ja. Dann können wir ihn auch anrufen. Auch fertig. Zack. Jetzt lohnt es sich wirklich mal nach oben zu gehen und ein Dings zu holen. Jetzt habe ich noch den großen Auftrag, den wir jetzt gleich, wenn ich wiederkomme,
Obwohl, erstmal. Gut, jetzt erstmal ein Telefon. Also. Bis gleich. Bin gleich wieder da. Ich schneide es nur raus. Lass trotzdem weiterlaufen. Vielleicht passiert noch was. Wer weiß. Auf 50? Ne, oder? Guck mal nochmal. Steht noch auf Sommerzeit. Mein Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon. Ich dachte schon. Kunde Nummer 1. Rufen wir mal an. Muss ich natürlich, das muss ich natürlich ausblenden. Dann. Ja, der Tommy hier vom Fahrradladen. Du, dein Rad ist fertig, ja? Kannst du gerne abholen. Also heute bis 16 Uhr oder so. Genau. Moin, der Tommy hier aus dem Fahrradladen. Ich wollte nur Bescheid sagen, das Rad wäre abholbereit. Also, heute bis 16 Uhr und morgen von 12 bis 16 Uhr. Moin, der Tommy hier aus dem Fahrradladen. Ich wollte Bescheid sagen, dein Fahrrad ist fertig und abfahrbereit. Also, heute bis 16 Uhr habe ich auf und morgen von 12 bis 16 Uhr eventuell wieder. Plastik. Next. Nächste Kunde. Und letzte Felge. Volz. Vorletzte Felge. Meine Güte.
Jetzt habe ich das weggeschmissen oder was? Das ist nicht gut. So, das runtergefallen. Scheiße, nee, oder? Oh, nee. Oh, für diese Optik, Schnulli. Ja, warte mal. Also, da ist ein Kranz drauf. Den finde ich persönlich zu groß. Die liefern ja heutzutage nicht mehr den Zahnkranz mit und ohne mehr den Sprengring und ohne mehr die Abdeckkappe für die Narbe. Was für ein Schwachsinn! Liefert das gleich mit? Das habe ich vergessen. Muss man extra bestellen. Kostet ja noch mal was, ne? Zack. Sehr gut. Haben wir. Okay. Machen wir die sauber. Wunderbar. Kommt hier auf der Innenseite ein bisschen Fett rein. Zack. Gedichtet. Dann nehmen wir uns den Zahnkranz vor, machen den sauber. Und natürlich auch den Ring, den Springring. Das sieht alles nicht mitliefern. Das weiß ich nicht, ob das normal ist. So, Sprengring haben wir. Zahnkranz, na, den muss ich erstmal gut bearbeiten. Fangen wir mal an. Oh, Mensch. Oh, okay. Viel zu schnell, meine Kinder oben wieder. Anhören. Hallo? Was ist da los?
Und zack. Kranz auf. Sprengring drauf. Ach, falsch rum. So. Jetzt die komischen Dinger hier ab. Diese. Wie heißen sie? Schutzkappen oder sowas. Schutzkappe 1. Was ist los, Tommy? Was geht? Du bist so falsch rum. Links herum und rechts herum viel Dingeldingeldumm. So, jetzt fehlen natürlich noch die Axt. Oh Gott, ist, das kann doch nicht wahr sein, diese Axtmuttern jetzt. Und nee, viel nicht, weil ich hab's ja hier. Haha, ja, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Ist natürlich kürzer hier vom Einbaumaß her, meine Güte. Ach, das ist aber eine Rücktrittbremse. Den größten Fehler, also Fehler einfach, dass ich es nicht erwähnt habe, die sind ja mit Rücktrittbremse, die hier haben. Das habe ich ja nicht gesagt. Sie wollte jetzt. Wenn ich brauche selber mal dann die Bremsanker raus. Ja, ja. Also Bremse auch noch. Ein Quäsen zu erwähnen. Ehrlich. Ich brauche eine Schelle, die hole ich jetzt.
Eine neue Stelle mit Gummi. Mit Verhüterli. So. Und los, 1, 2. Hallo. Hallo. Herr Wille. Sie wünschen? Hi. Hi. Ha. Moin. Moin. Na, wenn du noch mal kriegst. Null Bargeld heute. Null Geld, also Geld überhaupt. Nicht überhaupt. So, den Ständer, jetzt bauen wir den Ständer an. Zack. Zack. Den habe ich jetzt noch besorgt. Seitenbauständer. Zack. So, komm mal her. Positionswechsel ganz kurz. Schaut mal, da fehlt was. Da, seht ihr? Da fehlt etwas. Der Kronleuchter ist weg. Der Kronleuchter ist weg. Der gute Kronenleuchter. Kronleuchter. Und das ist sogar das Richtige. Ah, toll. Ich freue mich sehr. Ja, ja. Also das Rad ist drin, aufgepumpt ist noch nicht. Fest ist es, Kette gespannt. Aufpumpen muss ich noch, Ständer mal jetzt ran. Dann schauen wir mal. Sondern wir hier. Ah, siehst du? Und schon noch ein Problem, die sind nämlich nicht mit Gewinde. Schade.
um nicht zu sagen, Scheiße. Der Niedergang, den man jetzt extra machen muss, der ist natürlich auch gefährlich, tatsächlich. Birgt eine gewisse Gefahr. Jeder Kundenkontakt, den ich habe, sozusagen, birgt auch eine Gefahr für meine Familie. Oh, der muss noch länger sein, das gibt's doch gar nicht. Also. Den plus den. Mega lang. Egal, muss sein. Oh Mann, ey, so jetzt. Oh, und der ist mal gucken. Und einmal befestigen. Nicht gefangen. Das gibt's doch noch nicht. Keine Reflexe mehr. Echt mal wieder üben ein bisschen. Naja, warte mal, das kommt. Aber ich habe viel Zeit zum Üben, zum Trainieren. So. Das ist für 28 Zoll wahrscheinlich. Muss ich wahrscheinlich doch abschneiden, ne?
Köpfchen. Ruff. Ui, ja, das ist der hier, den muss ich ein bisschen. Na gut, das mache ich noch. Bremse muss ich noch einstellen, also. Das ist dran, Schelle ist fest. Das ist fest. Sattel. Sattel. Schnupsi-bupsi. Hart an der Schraube, an der Dings vorbeigeschraubt. Klingel. Oh, knack, knack. Jetzt den Schalthebel.
Einmal. Zweimal. Dreimal. Fantastisch, ich freue mich sehr. So, jetzt muss ich hier den Zug anpassen. Thank you.
Ich bin am Ende meiner Fastenkur. Ich bin nicht so ganz koordinationsfähig. Also. Morgen geht's wieder los mit Essen. Oh, ja, dann wird's kommt der totale Gefühlschaos. Ich hab gerade schon das Lebensmittel gekauft. Ich bin ganz wuschig. Bis dann, ciao. Heilfasten, eine Woche, meine Güte. Meine Güte. So, warte mal jetzt. Koordination. Ich rede nicht so viel gerade, weil ich mich konzentriere. Das ist ja auch bei den Zusammenschnitten immer so, da rede ich natürlich immer viel, weil es einfach geschnitten ist. Aber normalerweise arbeite ich auch mal konzentriert so durch. Ne? Ist ja auch klar. Bloß jetzt kriegt man es mal mit. Wenn ihr dann in voller Länge seht. Ob euch das so oder so gefällt, müsst ihr sehen, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal, wie gesagt, ist jetzt nur einmal als Stream-Ersatz sozusagen. Gestreamt haben wir ja schon lange nicht mehr. Und deswegen mache ich das jetzt mal so. So, jetzt benötige ich aber einen Stiftschalt. Meine Herrin, den Schaltstift bitte. Hallo, Emily? Hallo? War wieder einer schneller?
Ja, hallo. Kannst du, ja? Klar. Das ist, es sollte fahrbereit sein. Das sind 76 Euro insgesamt geworden. Ja, ja. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war ein Sitz gerade. Voll die Verwirrung. Verwirrung. Ist das jetzt? Ist das der? Oder ist das der? Beide der. Der. Alle gleich. Ist ja Wahnsinn. Hallo? Ja, bitte? Was ist das denn? Du kriegst einen Anruf und dann ist O2 und dann musst du Geld bezahlen für... Hä? Verstehe ich nicht. Wie funktioniert denn sowas? Ja, pass auf, jetzt irgendwie ruft da irgendwas immer an, irgendeine Maschine. Ja, ich kann da nicht dafür. Ich habe irgend so einen Scheiß und dann wollen sie mich verbinden für so und so viel Euro und dit und dies und das. Also bitte nicht rangehen, einfach. Also ja, keine Ahnung, was das ist jetzt für ein Scheiß. Nervt auf alle Fälle, was soll's. Ja, ich wollte noch nicht, dass die Kinder da annehmen. Wird wahrscheinlich noch fünfmal klingeln. Ich habe keine Ahnung, kannst du ja nicht abstellen. Weiß ich nicht. Nee, ich habe nur bei Kunden angerufen. Ne? Und auf die Mailbox gequatscht. Und so, weiter nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Wahrscheinlich nicht. Werde ich nicht schaffen. Ich weiß nicht, oder ich mache dann morgen weiter, dann habe ich dann noch eins. Also ich werde das eine jetzt hier fast fertig machen, noch den großen Auftrag, und dann habe ich noch eins, ist noch hingekommen. Und mal sehen, ich weiß es nicht. Ja, na, ich komme ja so bald wie möglich. Ich weiß nicht, wie spät ist denn das? Ist doch schon fast.
Ja, schon passiert. Ja. Kannst du nicht machen, nee. Geiles Wetter, aber nicht richtig essen. Ja, so machen. Ja, selbst wenn es 4 Räume wären oder 5 Räume, ist scheiße. In der Bude zu gucken jetzt um die Jahreszeit ist halt scheiße. Was willst du machen? Was willst du machen? Aber nicht raus heißt nicht raus, fertig aus. Und das ist ja auch richtig. Was soll das jetzt sein? Ich meine, wenn ich jetzt hier nicht hingehen müsste, weil wir ein bisschen Geld brauchen, würde ich das auch nicht unbedingt machen. Ganz ehrlich sagen. Ja? Weil ich keinen Bock habe, euch anzustecken, bloß weil irgendein Kunde mir vielleicht irgendeinen verseuchten Geldschein reinreicht. Also, das weiß man nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab keinen Bock. Tut mir leid, aber ich mach mal weiter kurz, ja? Ich wollte nur sagen, nicht, dass die Kinder da rannehmen oder was, wenn es jetzt nochmal klingelt. Genau, wenn, dann gehe ich ran und dann ist gut, ja? Alles klar, ist. Ja, mach doch bei dir auch stumm. Ja. Aber dann klingelt es bei mir noch, oder? Okay, alles klar. Na, aber klingelt nicht die Station? Okay, alles klar. Gut, dann macht das so. Gut. Bis dann. Ciao, ciao. Stumm kann man machen. Na Mensch, ja, das ist natürlich, das ist ja intelligent. Cocktails an. Ach. Hallo? Ja. Ja, ja, Mensch, Jan. Mensch, das ist ja ein Horrortelefon. Ist das von dir aus hier, dass man zurückgerufen wird und dann für so und so viel Cent? Ja, nee, das ist in Ordnung. Ich meine nur, dass 1000 Anrufe kommen hier rein gerade. Ist das bei dir so eingestellt, dass du automatisch Rückruf oder was hast? Mensch, weiß ich nicht, wer das ist. Irgendjemand. Ich bin bis 16 Uhr hier, aber ich bin zu Hause denn. Du kannst dann klingelst du bei Müller. Ewig dir das Rad raus, ja? Gut, alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Mann, jetzt aber. Meine Güte, was ist denn für ein Stress, du? Kinders, läuft die Kamera noch? Das ist ja eine Katastrophe. Katastrophe, Sonderhausen. Alles liegt auf und das Telefon geht. Hui! Alter Wunderlunge! Oh Mann, ey. Du musst langsam Schutzanzüge besorgen, wa? Das gehört ja bald zur Mode. Mode 2021, das Vollkörperkondom. So blöd wie klingt, aber ey. Irgendwann. Das must have. In diesem Sommer. Absurd, hätte niemand geglaubt.
Oh, den muss ich mal lösen. Natürlich, den muss ich noch machen, ja. Was ist denn los mit mir? Verdammte Axt, ey! Wird man auch wirklich... nicht kann er, der Tommy, nicht! Oh. Genau, nicht kann er. Der alte Nichtsgönner. Noch festschauen. Was wollen wir jetzt? Schon vergessen. Schauen, ob es funktioniert, wa? Ach nee. Ich Idiot. Hör doch mit dem Idiot! Ein kleines Haar! So ein Kloß. Also wirklich. Nicht so ein. Warum liegt denn davon aus, dass das in der 1A-Position ist? Ja, wirklich. Mann. Wie kann man denn so verstrahlt sein?
Oh Mensch, na sag mal, was ist denn los?
Okay, was haben wir noch auf dem Zettel hier? Feierabend haben wir auf dem Zettel jetzt. Zeigeranlage, Ständer, Griffe. Ich hatte Billigschloss, den hier. Und den hier. Oh, der hält doch ein bisschen zu genau. Der hält ein bisschen zu genau. Mal kürzen. Mach mal. Joa. Tommy, kurz Fahrradständer, ganz genau. Grüß dich. Moin, Mieke. Hi. Ne? Bist du fit? Ja. Noch? Ja. Aber jetzt, wo du da bist? Weil ich frag mal eigentlich, du hast natürlich draußen angeschrieben, dass die Lage allgemein bekannt ist, aber ich glaube sie nicht. Wie meinst du? Die allgemein bekannte Lage. Na, haben wir jetzt verkürzte Öffnungszeit nur. Ja, ist doch gut, oder? Ich bin nämlich auf der Durchreise ganz schnell. Mal gucken, wie es dir geht. Ja. Morgen Vormittag bist du hier, da hätte ich noch ein bisschen Zeit, um das vielleicht zu kommen machen. Erst 12, vorher nicht. 12, vorher nicht. Also deine Kinder betreuen alle mit? Genau. Mit gibt's mal nichts gut? Ja. Ja. Noch ja, aber ja. Wenn ich mich bald reicht nicht für 5 Kinder, oder? Okay. Wenn ich mich bald anfange mit einem Euro, dann geht's dir nicht mehr gut. Dann ist Marlies weggeknackt. Dann ist Marlies over. Die dürfen alle nicht raus, ne? Die Kleinen? Nee. Dürfen sie nicht. Soll man nicht, also macht man es nicht. Fertig aus. Ist doch besser so.
Heute beim Joggen am Kanal, ist wirklich kein Betrieb, ne? Nichts, kam so eine ganz verhuschte Frau, die hat auch gejoggt irgendwie. Und dann sind wir an der vorbei, einen Meter Abstand oder so, hat mich mit Brot unterhalten. Und sie so, ey, haltet doch mal Abstand! Was für ein Ding? Haltet doch mal Abstand, Mann, ey! Und dann musste ich so lachen, ich sag, hä? Joggt doch auf der Autobahn! Na, dann soll sie nicht. Okay. Bist du arbeitslos sowieso, wa? Sowieso, ja. Nee, ich bin in der Fortbildung, aber die hat sich jetzt auch ausgesetzt. Was bildest du dich denn fort? Gibt's was zu tun? Was bildest du dich denn fort? Nein, das nennt sich Massagetherapeut. So. Das war nochmal so ein allumfassendes Programm, aber ich habe jetzt wieder festgestellt, das ist nicht das, wo ich da mich inspirieren lassen kann. Und lerne. Ne? Also der erste Dozent, wenn man so will, der war selbst so ein vollkommen verhuschter orientierungsloser Typ. Und, naja. Aber es ist ja jetzt eh alles ausgesetzt. Warum hast du nicht Medizin noch schnell ins Studium angefangen? Dann wärst du jetzt fertig. Ja, ja, das stimmt. Aber ich war ja im Praktikum. Haben sie in Italien haben sie das gemacht, wa? Die ganzen Medizinstudenten, ja, haben sie denn jetzt Prüfung gestrichen, alle angenommen? Ernst? Ja. Bevor sie sterben oder was? Ja, das nicht, aber die brauchen, also die, die vor ihrer Prüfung standen, die Prüfung gestrichen und sind alle quasi bestanden, damit sie die schnell in den Dienst kommen. Ah, ich liebe die Italiener, siehst du, ist der pragmatisch, ne? Sie sind auch non pragmatico, amore. Und vertraut wieder, man vertraut. Sie haben studiert, sie können das, mal schauen, wie viel sie uns retten können. Naja, warten wir auf die Ausgangssperre. Ein schlechtes Wissen, mein letztes Mal gesehen von mir. Und Klaus Reda. Ich habe keine Rede, weil ich habe viel zu viel. Ich habe zum Glück jetzt eins verkauft. Oh, gut. Endlich. Jetzt will ich auch was haben. Ja, meistens geht schon wieder los. Kommen sie bei dir auch an? Na, jetzt wegen BVG-Fahrer. Achso, irgendwas, sie wollen jetzt eigentlich BVG fahren. Schrotträder. Ja. Was hast du bekommen? Ich finde BVG total geil. Was hast du bekommen? Ja, ich habe geschäftlich. Ich habe meinen Papa Mobil verkauft für 300 Mal. Vorhin hatte ich ihn drin, ja. Der wollte zwar 350 ausnehmen, aber ich hätte die Wurstfelgen zu dir geschickt. Ja. Und der war jetzt, ist jetzt wieder weg, oder was? Ja. Na gut, dann komm doch mal hin nach der Krise. Ich hab noch was zu sagen. Nee, die Krise. Die Krise geht doch bis Herbst. Minimum. Hä? Minimum. 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 Ja. Das war ein totaler Quatsch. Die werden schon feststellen in zwei Wochen, dass es alles überzogen war. Ich wünsche dir was. Vielleicht komm ich morgen vorbei, ne? Alles klar. Hä? Alles tutti fitti. Alles tutti fitti. Genug, um mich verhält hier. Oh Mensch, der nicht da. Da, mega. Und fertig aus. Na, wasche ich mir doch nochmal die Hände drauf. Verdute Waschbenzin. 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 Jetzt Griffe.
Mai. Okay, fertig. Schreib mir erstmal auf, was das kostet. Okay, letzter Akt heute.
kurze, siehst du? Okay, Mensch, Leute. Feierabend für heute. Repariert haben wir die Räder. Dieses wunderschöne Rad, komplett fast alles irgendwie umgebaut. Dieses Vinora Flash, Mensch. Was soll man machen? Fertig gebaut, endlich funktioniert das Licht. Dieses Licht, dieses... das Ganze funktioniert. Dieses traumhafte Hollandrad. Ihr wollt ja mal, dass ich mecker über Hollandräder. Aber nee. Wunderbar, funktioniert auch wieder. Und das Bataclan da hinten. Schönes Rennrad. Da war nur hinten der Schlauchblatt. Hinten? Quatsch, vorne. Was erzähl ich denn? Vorne war der Blatt. Das war's für heute. Ich würde mal sagen, nerv ich euch nicht weiter mit Langeweile von der Familie oben. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Also haltet alle durch, bleibt alle gesund. Alle. Ja. Wie gesagt, alle durchhalten. Schön gesund bleiben. Wenn ihr nicht müsst, geht nicht raus, bleibt zu Hause, auch wenn es schwerfällt bei dem Wetter. Also meinen Kindern fällt es ganz schön schwer, die sind ganz schön fertig. Marlies ist ganz schön fertig, weil die brauchen Bewegung eigentlich. Die hat schon erste Stunde, war heute Sportunterricht, hat Marlies gemacht mit denen. Was will man machen mit so vielen Kindern zu Hause? Ne? Bleibt zu Hause, meidet den Kontakt zu anderen, es ist nun mal so. Sorgt dafür, dass der Virus schnell eingedämmt wird. Nicht unbedingt weitergetragen. Also, macht es gut, wir sehen uns morgen. Bis dann, ciao, sagt der Tommy.